Wichtiger als Glück ist Zufriedenheit. Also derselbe Mensch ist in den Jahren viel, viel, viel unzufriedener, in denen er weitaus weniger schläft. Es gibt einfach rein überhaupt keinen Zusammenhang zwischen Kindern und Zufriedenheit. Aber sozusagen dieses Hinterherrennen, das ganz oft auch ein noch mehr ist, das funktioniert nicht besonders gut. Mein Ziel kann durchaus sein, dass ich irgendwie, was weiß ich, während alle am Strand sind, eine Yacht haben will. Aber sobald ich die Yacht habe, vergleiche ich mich auch gar nicht mehr mit den Leuten, die am Strand liegen, sondern auf einmal mit den anderen Yachtbesitzern, die mit mir ankern. Herzlich willkommen bei dergesundheitsclub.de. Heute geht es um Zufriedenheit. Und bist du zufrieden? Was macht uns denn zufrieden? Welche Effekte, welche Umstände beeinflussen unsere Zufriedenheit? Wie bleiben wir bis ins hohe Alter zufrieden? Können wir unsere Zufriedenheit überhaupt selbst bestimmen? All diesen Fragen gehe ich mit Herrn Professor Schröder heute auf den Grund. Er hat die wahrscheinlich größte Zufriedenheitsstudie in Deutschland abgeschlossen, 600.000 Datensätze dafür ausgewertet, und darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Und ich glaube, am Ende bin ich der Formel für Zufriedenheit sogar auf die Schliche gekommen. Aber schaut selbst. Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute zu Gast bei mir ist Herr Professor Martin Schröder. Hallo, Herr Schröder. Schön, dass Sie da sind. Hallo, ich freue mich, hier zu sein. Ich habe Sie heute eingeladen, weil Sie ein unglaublich interessantes Buch geschrieben haben. Und in dem Buch geht es um Zufriedenheit. Und Sie haben die wahrscheinlich größte Studie zu dem Thema gemacht, die bisher überhaupt gemacht wurde. Wie Sie die gemacht haben, dazu kommen wir noch. Aber meine allererste Frage, Zufriedenheit, das ist ein sehr abstrakter Begriff. Was ist für Sie oder was war für Sie Zufriedenheit? Wie haben Sie das gemessen? Genau, also für mich oder auch im Rahmen dieser Studie ist total einfach. Man fragt nämlich einfach Menschen auf einer Skala, wo 0, ich bin total unzufrieden bedeutet und 10 bedeutet, ich bin total zufrieden. Wo würden Sie sich da selber verorten? Und das war jetzt nicht diese Studie, die sich zum allerersten Mal verrückterweise überlegt hat, dass man das so machen könnte, sondern es gibt tatsächlich eine Zufriedenheitsforschung, die heißt auch so, die ist jetzt auch schon mehrere Jahrzehnte alt. Und die hat sich das mal so überlegt und hat eben auch ganz, ganz stark nachgeprüft, dass das eben auch wirklich was aussagt, was die Leute da sagen. Also wenn ich niedrige Zahlen habe, dann steigt zum Beispiel drastischerweise die Wahrscheinlichkeit, dass man sich umbringt. Oder je nachdem, ob ich hohe oder niedrige Zahlen habe, geht zum Beispiel auch damit einher, ob meine Nachbarn, ob meine Freunde sagen, dass ich ein zufriedener Mensch bin. Es geht sogar damit einher, wie oft ich pro Tag lächle. Es geht sogar mit messbaren Neurotransmitter- und Hormonunterschieden einher. Also es spricht wirklich vieles dafür, dass was Menschen sagen, wie zufrieden sie auf so einer 10er-Skala sind, wirklich zeigt, wie zufrieden sie tatsächlich sind. In Ihrem Buch unterscheiden Sie aber zwischen zufrieden sein und glücklich sein. Wo liegt da der Unterschied? Genau, der Unterschied ist einfach, dass Glück so ein emotionaler und auch ein Stück weit irrationaler Zustand ist, der jetzt, könnte man vielleicht sogar sagen, auch gar nicht so viel aussagt. Also wenn ich Sie jetzt direkt, bevor ich Sie frage, ob Sie glücklich sind, in einer Telefonzelle, mittlerweile gibt es nicht mehr so viele Telefonzellen, aber von mir aus auch auf der Straße 5 Euro finden lasse, dann steigt die Wahrscheinlichkeit ganz stark, dass Sie sagen, Sie sind gerade glücklich. Aber das ist natürlich auch ein Stück weit irrational. Also wäre Ihnen jetzt gerade Ihr Schnürsenkel gerissen, dann wären Sie gerade ein bisschen unglücklicher. Das heißt, wichtiger als Glück ist Zufriedenheit. Und Zufriedenheit bedeutet eben auch was leicht anderes. Wenn man Menschen fragt, ob sie zufrieden sind, so zeigen etliche Studien, überlegen die ganz kurz, ob das Leben, wie sie es haben, eigentlich das Leben ist, wie sie es gerne hätten. Und das ist natürlich ein viel besserer, sinnvollerer Maßstab. Also können Menschen so leben, wie sie leben möchten, als ob ich jetzt zufälligerweise gerade mal eine glückliche oder eine unglückliche, ja, sagen wir mal, Schwingung in meinem Leben habe. Und das ist eben einfach der Unterschied. Sprich, das eine ist ein sehr kurzzeitiger Moment, der auch sehr stark schwankt, das Glücklichsein. Auf der anderen Seite haben wir die Zufriedenheit, die einen deutlich größere Konstante mit sich bringt. Genau, man könnte auch sagen, das eine ist emotional, das ist ein rein gefühlter Zustand, und das andere ist, ja, sozusagen so ein kompliziertes Wort, aber kognitiv. Also ich überlege,
kurz, ob die Welt, wie ich sie gerne hätte, so ist, wie sie tatsächlich ist. Das ist einfach, das eine ist mal kurz überlegen, wie geht es mir, und das andere ist so rein aus dem Herzen sozusagen. Aber das geht natürlich beides total miteinander einher. Also der Zusammenhang ist ganz, ganz groß. Wir finden kaum Menschen, ist ja auch klar, die sagen, ich bin unglücklich, aber super zufrieden. Oder die sagen, ich bin glücklich, aber super unzufrieden. Also letztlich ist das dann doch wieder gar nicht so unterschiedlich. Ihr Buch heißt, wann wir wirklich zufrieden sind oder wann sind wir wirklich zufrieden? Und der Untertitel ist eigentlich das Spannende an der ganzen Geschichte. Überraschende Erkenntnisse zu Arbeit, Liebe, Kinder und Geld. Überraschende Erkenntnisse. Ich habe durchaus reingelesen und es ist tatsächlich überraschend. Macht Geld glücklich, ist vielleicht so das, was jeder glaubt. Aber da haben Sie ja was relativ Kontroverses rausgefunden. Oder was ist kontrovers? Es ist gar nicht so einfach. Geld macht ja nicht zwangsläufig zufrieden. Genau, wobei man es dann doch in einer relativ einfachen Formel zusammenfassen kann, die nämlich lautet, Geld macht zufrieden, wenn man dann keines hat, aber sobald man welches hat, auch nicht mehr. Und die Grenze ist, jetzt nageln Sie mich nicht auf den Euro fest, aber die Grenze ist so ungefähr bei 2000 Euro netto pro Monat. Also ob ich, sagen wir mal, 500 oder 1500 Euro habe, das macht noch einen großen Unterschied. Auch ob ich 1500 oder 2000 Euro habe, das macht auch noch einen kleinen Unterschied. Aber ob ich jetzt 2.000 oder 3.000 Euro netto habe, das macht schon fast kaum Unterschied. Und ob ich 3.000, 4.000, 5.000 oder 8.000 Euro netto habe, ist dann irgendwann wirklich fast vollkommen egal, sodass man die Unterschiede dann schon gar nicht mehr feststellen kann. Das heißt, das ewige Streben nach mehr, das ewige Streben nach mehr Geld, nach mehr Erfolg, nach mehr Reichtum, ist, wenn man die reine Zufriedenheit betrachtet, eigentlich Quatsch. Außer wenn Sie arm sind. Also wenn Sie arm sind, dann lohnt es sich durchaus nach mehr Geld zu streben. Aber wenn Sie, sagen wir mal, schon so die, ich nenne das jetzt mal, eine normale Mittelklasse-Existenz haben, dann wird reich sein Ihnen tatsächlich nichts bringen. Das kann man schon sagen. Was ja tatsächlich kontrovers ist, ist ja das Thema Kinder. Wenn mich reich sein schon nicht glücklich macht, machen mich denn Kinder wenigstens glücklich? Möchtest du das Video zu Ende sehen? Wissen, was einen wirklich zufrieden macht bis ins hohe Alter? Wie man zufrieden bleibt und wie man das auch selbst beeinflussen kann? Dann melde dich an unter dergesundheitsclub.de, alles kostenlos, alles unverbindlich, dergesundheitsclub.de, kostenlos anmelden, dann kannst du alle unsere Videos, alle Interviews vollständig sehen und du erfährst, wie auch du zufrieden und glücklich bis ins hohe Alter bleibst.